Escort-Boy nach HIV-Impfstofftest ermordet. Sie ist kühl, sie ist korrekt, sie ist die Käfin. Fans der Münchner Kommissarin können aufatmen. Endlich steht fest, es gibt 7 neue Folgen der blonden Käfin alias Katharina Böhm. Seit 2011 spielt die Tochter von Karl-Heinz Böhm, 1928-2014, die Münchner Kriminalhauptkommissarin Vera Lanz. Und das ist gut so. Und los geht's Ende wieder sogar mit einem Neuzugang. Im Team von Kriminalhauptkommissarin Lanz ermittelt neben Paul Böhmer, Jürgen Tunkel, ab sofort der Neuling Kriminalkommissar Maximilian Murnau, Christoph Schechinger. 7 neue Episoden werden freitags, 20.15 Uhr im ZDF ausgestrahlt, ab Freitag, 31. August, 20.15 Uhr. Was denkt Katharina Böhm über den Ausstieg von Trompeter Stefan Rudolf und die neue Rolle von Christoph Schechinger als Maximilian Murnau? Natürlich ist ein Wechsel nach so einer langen Zeit schwer. Mir passiert es heute noch, dass ich zu Christoph Stefan sage oder statt über Murnau über Trompeter spreche. Wichtig war, dass wir gemeinsam die richtige Energie finden. Und bei Christoph muss man ehrlich sagen, es war Liebe auf den ersten Blick. Wir drei, Anmerkung, Katharina Böhm, Jürgen Tunkel und Christoph Schechinger, haben uns auf Anhieb wahnsinnig gut verstanden. Er hat einen sehr ähnlichen Humor wie wir. Und Jürgen und ich funktionieren stark über Humor, Christoph eben auch. Wir genießen seinen rheinischen Humor. Und was sagt sie zum Erfolg und über die 9 Folgen der Serie? Die 2. Folge Glück mochte ich aufgrund ihrer Psychologie sehr. Sie hat mir besonders viel Spaß beim Spielen gemacht. Das Team ist sehr unter Druck bei den Ermittlungen. Das mag ich. Es heißt zwar die Käfin, aber die Serie ist eindeutig eine Teamleistung. Wir arbeiten sehr hart und lange dafür. Und wenn dann ein gutes Ergebnis herauskommt, was die Leute auch mögen, macht das großen Spaß. Und ich bin besonders stolz auf das ganze Team. Es ist keinem egal, was am Ende rauskommt, wir kämpfen immer für das bestmögliche Ergebnis. Die Käfin, der erste neue Fall hat es sogleich in sich. Denn der neue Kriminalkommissar Maximilian Murnau startet allzu forsch in das Antrittsgespräch mit Vera Lanz. Von seiner Kompetenz stark überzeugt, von seiner latenten Arroganz genervt, verdonnert Vera ihn zur Aktenarbeit, bis ein neuer Mordfall die Polizisten in Beschlag nimmt. Der tote Leon Novak war freischaffender Escort-Boy. Den Täter in Novaks Kundenkartei zu suchen, liegt nahe. Die Verdächtigen könnten nicht unterschiedlicher sein. Kontakt zum süßen Escortler hatten einige, wie man sich denken kann. Aber der Boy war Teilnehmer einer Medikamentenstudie der Firma Protostapharm. Getestet wurde ein HIV-Impfstoff. Als Dr. Rüders bei der Obduktion Schädigungen der Niere feststellt, vermutet sie eine Nebenwirkung der getesteten Medikamente. Der Fall nimmt Fahrt auf und gibt Murnau die Möglichkeit, sich im Team von Vera Lanz zu bewähren. Noch einen Monat heißt es warten, dann kommt sie endlich wieder,
Die Käfin.